Wir wollen versuchen, um Viertel nach den Wettkampf zu beginnen. Die Riegeleinteilung hängt dort im Eingangsbereich ein. Für den ersten Durchgang ist sie auch geblieben. Für den zweiten Durchgang muss ich ein paar Umstellungen vornehmen, aber auch nichts Gravierendes. Es wird also so sein, am ersten Gerät gibt es keine Einturnzeit. Das heißt, ihr richtet euer Einturnen jetzt so ein, dass ihr zuletzt an dem ersten Gerät einturnt. Ich denke, die Betreuer wissen, was gemeint ist. Was heißt das? Okay, dann weiterhin gute Vorbereitung. Ja, man kann sowas machen, oder? Das ist ja gar nicht die Möglichkeit. Wenn du was hier zu Hause kannst du das aufbauen, oder? Ja, das war auch. Von der Zuschauerseite. Ne? Die Zuschauerseite wird nicht benutzen, sondern hier gegenüber und links und rechts. Das ist dann okay. Nachdem nun alle ihren Platz gefunden haben, darf ich alle hier begrüßen zur Verbands-Einzelmeisterschaft 2022 hier in Niederwörrisbach. In der Runde sind wir schon lange nicht mehr zusammengekommen, das letzte Mal 2019. Von daher gibt es hier heute auch tatsächlich Turner, die da noch nie teilgenommen haben. Euch möchte ich besonders herzlich begrüßen und alle alten Hasen wissen natürlich schon, wie es geht. Worum geht es heute? Natürlich führen wir die Verbandsmeister in ihren Wettkampfklassen, in den Kürwettkämpfen und in den Pflichtwettkämpfen, am Pflicht-6-Kampf muss ich sagen, geht es allerdings auch um die Qualifikation für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften und in den Kürwettkämpfen auch parallel dazu für die Teilnahme an den Deutschen Cup Anfang Juli sich zu qualifizieren. Mehr ist dazu dann bei Siegerehrung. Wir sind froh, dass wir wieder hier sein können. Denn auch hier in Niederwörrisbach hat sich einiges geändert, insbesondere personell ist der Verein nicht mehr so stark aufgestellt. Und wir freuen uns, dass es trotzdem gelungen ist und dafür auch herzlichen Dank, dass die Geräte heute wieder so tipptopp hier stehen. Das ist, denke ich, auch ein Applaus wert. Auch die Bewirtung im Hintergrund war mit Klimmzügen verbunden. Auch dafür herzlichen Dank, dass da doch noch was gelungen ist. Wir stellen fest, wir haben die Kampfgerichte alle mindestens mit 3 Leuten besetzt. Auch das ist nicht selbstverständlich. Tatsächlich haben in der letzten Zeit sich einige Leute da auch fortgebildet. Besonders erwähnen möchte ich an der Stelle unseren Kampfrichterfachrat, den Benjamin Segler, der dort am Reck sitzt. Der hat tatsächlich das internationale Brevet zum Wert von internationalen Wettkämpfen
erworben und ist damit im Turnverband der Einzige, der diese Qualifikation erreicht hat. Herzlichen Glückwunsch. Im zweiten Durchgang werden wir vielleicht ein bisschen Probleme haben, denn einige der Kampfrichter, die jetzt hier tätig sind, sind Turner im zweiten Durchgang. Und von daher bleibt die Lage schwierig und für jeden, der sich bereit erklärt, sich auf Kampfrichterebene fortbilden zu lassen, sind wir sehr dankbar. So, lang genug geredet, jeder weiß, an welchem Gerät er beginnt. Und wir beginnen auch ohne Einturnen. Ich wünsche euch viel Glück und die bestmögliche Leistung, das, was ihr euch vorgestellt habt. Bitte abtreten an die Geräte. Die vier Kämpfer geben bitte noch an, welche Geräte sie nicht tun. Und los geht's. Vielleicht gehen wir so ein bisschen rüber, weil der Barren ist im Weg. Thank you.
Und die Ruhe. Werdet keine riesen Mahlzeit einnehmen, sondern geht davon aus, dass das eine Viertelstunde nach Wettkampfende auch stattfindet. Auf der Bodenfläche anzusehen. Die Tore des zweiten Durchgangs können sich im Randbereich aufwärmen. Ja, auf dem eigenen Boden darf sonst nichts.
Wir sind am Ende des ersten Durchgangs der Verbandsmeisterschaft in diesem Jahr. Tut mir leid, am Schluss hat es ein bisschen gedauert. Man lernt immer noch dazu am Computer. Auch das war heute wieder so egal. Wir haben es geschafft. Wir küren die Verbandsmeister, die Nachfolgenden und die Vertreter bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften und beim Deutschlandcup. Ich sehe, die Urkunden sind falsch gedruckt, aber die Punktzahlen stimmen wahrscheinlich. Also die Urkunden gibt es dann neu, überall ist der erste Platz eingedruckt, warum auch immer. Ist ganz nett, aber die Punktzahlen stimmen, von daher lässt sich die Reihenfolge jetzt auch nachvollziehen. Verbandsmeister in der Altersklasse 12-13 und der Kürklasse 2 wurde vom TuS Niederberg mit 61,80 Punkte Ivan Frank. Zweiter vom Turnverein Fallender mit 57,80 Punkte, Elia Wiedemuth. Dritter vom Turnverein Fallender mit 57,70 Punkte, Luca Rohr. Vierter vom TuS Niederberg mit 56,95 Punkte, Tim Löser. Fünfter von der CPG Koblenz, Lukas Reuter. Und sechster, ebenfalls CDG Koblenz, Kian Welter. Die ersten drei sind damit sowohl für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften als auch für den Deutschland-Cup qualifiziert. Und die Trainer geben mir in den nächsten Tagen auch Bescheid, ob die Teilnahme erfolgt. Vielen Dank und zurückgehen bitte. Wollen oder müssen oder sogar turnen. Ich freue mich darauf, den nächsten Durchgang, da sehen wir die älteren Turner, insbesondere eben auch Turner mit hohem Niveau. Wer Lust und Zeit hat, schaut sich das bitte gerne an, auch diese Turner haben diese Zuschauer verdient. Bleibt mir auch im Namen aller nochmal dem ausrichtenden Verein zu danken und wir freuen uns darauf, dass sie das hoffentlich noch immer so weitermachen. Den Müttern darf ich sagen, herzlichen Dank für die Rücksichtnahme am heutigen Muttertag. Und liebe Turner, ich glaube, ihr könnt bei Müttern noch irgendwas gut machen, der Nachmittag ist noch lang. Dann wünsche ich eine gute Heimfahrt und ein gesundes Wiedersehen, spätestens bei der Pfalzmeisterschaft. Tschüss.